erzählt einen Witz, dann geht der nächste rüber und erzählt einen Witz und die sind eigentlich immer den ganzen Sonntag rum am Lachen und die Witze werden an die Kundschaft weitergegeben und die Kundschaft trägt sie in die weite Welt. So, guten Abend. Ich mache mal den Werbeblock am Anfang, ich habe kein eigenes Buch heute dabei, sondern ich habe das von Friedrich Schmitz, kennen vielleicht auch manche, gespendet für wohltätige Zwecke, habe ich ein paar mitgebracht, kann man von daher auch nicht kaufen, sondern mitnehmen und ich freue mich dann aber für eine Spende, die kommt der 50 Cent Gruppe im Facebook, in dem Blog zugute. Ist eine sehr gute, sehr seriöse Gruppe. Ich weiß das. Ich habe sie selber gegründet. Aber der Vorschlag steht dabei. Nun, das war es dann aber schon dazu. Es gibt ja, ich wäre heute fast zu spät gekommen, entschuldige mich nochmal, ne? Obwohl ich eigentlich meine Zeitreise fast. Mein Vortrag dabei hatte. Das kann übrigens jeder sich besorgen. Das gibt es bereits seit 2050 beim Amt für Älterangelegenheiten, weil der Anja Bargus, ne? Ich habe auch hinten ein Autogramm vom Dr. Wu, von der Tagis und so. Naja, lassen wir das mal. Ja, wenn ich jetzt heutzutage ins Internet gucke, dann bin ich nicht unbedingt entspannt, weil da gibt es auch einige schlechte Witze von dem Herrn Spahn, also wer Hammer Ideen hat, weniger als Hartz IV. Wenn man krank ist, sollte man überlegen, ob das wirklich sinnvoll ist, zum Arzt zu gehen. Ne? Weil wer kommt denn schon auf sowas? Ne? Und einige Sachen mehr, nur dazu fallen mir eigentlich keine Witze ein. Da würde ich eigentlich nicht mal hilfreich sein und ich vielleicht dann gelegentlich mal eins von diesen wunderbaren Medikamenten in normaler Form. Antibiotikum und auch Antibiotikum akut. Oh mein Gott, ja, aber egal. Also ich bin ja verschiedenes, unter anderem Sozialarbeiter. Von daher darf ich ja auch Sozialarbeiter-Witze machen. Obwohl eigentlich gibt es keine, das ist alles wahr, ne? Also zwei Sozialarbeiter gehen auch im Park spazieren und dann sehen sie da im Teich einen Mann im Wasser und der ist auf dem Los und ruft: Hilfe, 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 ne? Sozialarbeiter sind ganz interessiert und bleiben auch stehen und schauen sich das auch an und jemand Hilfe, Hilfe! Und die schauen dann auch weiter zu und irgendwann ruft er: Hilfe, ich ertrinke, ich ertrinke! Sagt der eine Sozialarbeiter zum anderen: Na, siehste, jetzt ist er schon einen großen Schritt weiter. Er hat sein Problem jetzt viel konkreter analysiert und kann das auch klar kommunizieren. Ja. Und einmal ganz kurz steigt ein Sozialarbeiter in ein Taxi, sagt der Taxifahrer: Ja und, wohin? Sagt der Sozialarbeiter: Ganz egal, ich werde immer gebraucht. Ja. Dann noch eine Quizfrage. Welchen Titel bekommt denn regelmäßig die beste Sozialarbeiterin verliehen? Jemand eine Idee vielleicht? Ja, ist eigentlich klar, ne? Das ist die Missverständnis. Wow. Ja, und dann möchte ich noch einige Witze
mal eine Glaubensgemeinschaft machen. Und zwar immer die Glaubensgemeinschaft der Atheisten. Mit den boxe ich mich verbal oft auf Facebook, obwohl ich keiner Sekte, Kirche oder anderen Partei angehöre. Naja, egal. Jedenfalls die klassische Geschichte, die kennen wahrscheinlich die meisten, mit dem Graffiti, ne? Also Gott ist tot, Nietzsche, ne? Aber wenn man dann ein paar Stunden weitergeht, ne, dann kann man da, Nietzsche ist tot, Gott. Das ist vielleicht schon bekannt. Und dann habe ich auch noch einen nach dem Motto, Niveau sinkt, Stimmung steigt. Warum? Warum greifen impotente Atheisten nicht nach Niagara? Sie glauben halt nicht an die Auferstehung des Fleisches. Jetzt habe ich noch eins. Ich weiß nicht, ob alle Richard Dawkins kennen. Das ist ein sehr bekannter Vertreter der Glaubensgemeinschaft der Atheisten, hat sehr erfolgreiche Bücher geschrieben mit so freundlichen Titeln wie Der Gotteswahn, ne? Also sehr sachlich und objektiv. Der Inhalt ist schon zum Anblick, aber als Titel schon ein Der Gotteswahn. Naja, aber da gab es jetzt dann auch mal so eine fortschrittliche, progressive evangelische Gemeinde mit entsprechenden Leuten und die haben den dann extra eingeladen, dass er da ruhig mal einen Vortrag bei ihnen in der Kirche auch hält. Ne? Und das hat er dann auch gemacht, hat sich dort eingefunden und hat nach seinem Vortrag über den Atheismus gehalten und stand vorne an der Kanzel und hinter ihm ein großes Kruzifix mit einer Jesusfigur und Dawkins hat dann erzählt und gepredigt und wie es der Zufall so will, löst sich plötzlich das Kruzifix und fällt auf den Dawkins, ne, und er ist natürlich nicht ernsthaft verletzt, aber sagt, Autsch, das hat aber wehgetan, ne? Und da flüstert Jesus ihm zu, mir auch, aber ehrlich gesagt, das war es mir wert.